Einen schönen guten Morgen, liebe Zuschauer, zum heutigen JFD Live Trading TV am Montag, 20. April, hier bei JFD. Und wir schauen zum Wochenauftakt auf den DAX, der letzte Woche hier gehörig unter Druck geriet. Allein am Freitag rund 2,6% Verlust. Das ist heftig. Wir sehen aber aktuell den DAX ein Stück weit im Aufwind, nämlich mit 1% vorne heute am Montag, dem Wochenauftakt. Schauen wir uns das Ganze mal im Detail an. Interessant dazu, ich schalte mal kurz auf Euro US-Dollar. Vorhin just erschien die Analyse mit der Möglichkeit weiterer Verluste. Anhand der FTSE-Vektorlogik sieht es hier eher so aus, als würden wir heute einen schwachen Tag markieren und Euro-US-Dollar just vor wenigen Minuten erst neue Tagestiefs gemacht und hier durchaus im Sinne dessen, dass wir jetzt den Ausbruch unter das heutige Tagestief unter die Asia-Range vollzogen haben, jetzt hier mindestens 1,0,7380 anlaufen könnte, gegebenenfalls sogar hier diese FTSE-Vektorlogik-Tiefs erreichen könnte. Sieht zumindest bärisch aus. Was sagt uns das für den DAX, dass der steigen könnte? Denn wir haben hier eine negative Korrelation. Das heißt, wenn der DAX fällt, steigt der Euro-US-Dollar und umgekehrt. Und wenn wir uns den Stundenchart vom DAX jetzt erstmal hier in Augenschein nehmen, nehmen wir mal hier den Pfad der letzten Woche raus. Das haben wir recht gut eingefangen. Auch Niveaus bis 11.700 wurden durchaus, ja, als möglich erachtet. Wie gesagt, der Freitagscheck, der hier knapp unterhalb von 12.000 Punkten erfolgte, war relativ gut gewählt, denn Sie sehen es. Kurze Zeit später rauschte der DAX hier in die Tiefe. Jetzt, wie gesagt, der Erholungsimpuls ganz klar aufgrund der überkauften, Schrägstrich überverkauften Situation. Wir können uns das mal kurz am Hand des RSI-Oszillators anschauen, der ja hier praktisch für überkauft, überverkaufte Bereiche spricht. Und wir sehen im Prinzip die ganze Korrekturbewegung zum Ende der letzten Woche war hier im überverkauften Bereich. Der Markt zieht jetzt nach oben. Wir sind noch nicht im überkauften Status. Das heißt, es ist definitiv noch Spielraum da. Doch die Frage sicherlich, wohin denn noch? Gut, zunächst haben wir jetzt hier die Marke von 11.800 überwunden, hier in der JFD 24-Stunden-Indikation. Das ist schon mal ganz gut, das sieht schon mal nicht schlecht aus. Das soll heißen, wenn der DAX sich darüber halten könnte, wäre das signifikant gesehen eine positive Möglichkeit, um hier weitere Gewinne zu generieren. Achten Sie auf 11.800 hier im Intraday-Bereich. Wir sollten jetzt nicht runterfallen. Wir haben noch eine gute Viertelstunde, 18 Minuten bis 11 Uhr, dann schließt die Kerze. Gerade wenn wir dann eben oberhalb von 11.800 schließen, sollten wir jetzt dann vermeiden, unter diese Niveaus nochmal zurückzufallen. Wir sehen auch hier am Freitag gab es 15 Uhr Schrägstrich 13 Uhr, genau in dieser Zone hier so einen kleinen Touch an dieses Level. Da sollten wir, wenn wir es denn tun, als Pullback ansehen und dann müsste der DAX theoretisch weiter ansteigen können bis zum Wochenpivotpunkt. Das ist ein wichtiges Level für die Woche 11.900, 11.905, die goldene Mitte in Anführungszeichen der Pivotpunkt selbst 11.902. Das ist so der Bereich, wo man darauf achten sollte. Sprich, wenn der DAX jetzt wirklich weiter steigen sollte, wird es hier oben sehr, sehr spannend. 11.890, 11.900. Wenn der DAX hier nämlich wieder abdrehen sollte, spricht nichts für eine Fortsetzung der Korrektur und dies halte ich durchaus für denkbar. Also, wenn wir uns jetzt weiter erholen, das kann durchaus der Fall sein. Dann denke ich aber, dass hier irgendwo die Luft sehr dünn wird und wir dann nochmal 11.700 Schrägstrich tiefere Niveaus ansteuern sollten. Kommen wir hingegen deutlich über 11.900 hinaus, dann sieht es eher so aus, als dass der DAX dann tatsächlich eine weitere, zunächst augenscheinlich korrektive Erholung fahren dürfte. Wäre jetzt aber grundsätzlich gesehen erstmal nur Plan B. Deswegen grauer Pfeil kann ich nicht präferieren. Hingegen, wenn wir direkt unter 11,8 gehen per Stunde, dann sind auch direkt wieder neue Tiefs denkbar. Was heißt das ergo? Grundsätzlich jetzt eine temporäre Erholung aufgrund der starken Verluste der Vorwoche halte ich für denkbar. Die läuft ja auch schon an. Doch groß über 11,9 kann ich mir nicht vorstellen, dass es läuft. Schauen wir uns dazu den Tageschart an. Auch hier die Pfeile der letzten Woche. Auch hier bereits im Bereich 11.865, 11.870 wird es schon dünn. Da haben wir diesen Horizontalwiderstand auf Tagesbasis, den der DAX im Prinzip immer per Tagesschlussstand seit März verteidigen konnte. Sehen Sie hier diese rote Linie. Und das sind wir natürlich Freitag jetzt sauber drunter gelaufen. Und das ist jetzt genau das Level, wo man auf Tagesbasis auch aufpassen sollte. 11.865, 11.870. Wenn wir dann Close drüber machen, dann wird es spannend. Intraday kann hier alles passieren. Wie gesagt, 11.900 halte ich nicht für ausgeschlossen. Das beinhaltet natürlich auch einen Touch des Levels 11.865 rund. Von diesem Niveau aus erwarte ich aber, Sie sehen sich hier an diesem blauen Tendenzfall, durchaus ein Reversal in Richtung Wiederaufnahme neuer Tiefs. Denn mit den Verlusten der letzten Woche
scheint mir hier auf jeden Fall noch weiteres Potenzial gegeben zu sein, was den DAX hier grundsätzlich in Richtung 11.350, 11.400 Punkte zurückführen dürfte. Deswegen machen wir den Pfeil auch grün, denn ich präferiere aus aktueller Sicht zumindest so einen starken Rücklauf. Ob der kommt, steht natürlich in den Sternen. Muss man sich letztlich dem Markt anpassen und abwarten, ob es tatsächlich so eine Abwärtsbewegung gibt. Aber tendenziell ist das eigentlich zu erwarten. Sprich, die heutigen Verluste scheinen hier nur korrektiver Natur zu sein. Klar bullisch, das sehen Sie auch hier. Neben dem Stundenchart dürfte man meines Erachtens erst wieder oberhalb von 12.065 Punkten werden. Da sind wir deutlich weg. Und sehe ich, wie gesagt, aktuell nicht kommen. 12.065 entspricht dann hier praktisch diesem oberen Bereich, dieser Zone 11.30, 11.90 hier in dieser Zone auf Tag, auf Stundenbasis. Aber das erscheint mir aktuell zu hoch gegriffen. Doch, wer weiß, vielleicht überrascht uns der DAX ja abermals positiv, denn Sie wissen, die Saisonalität ist ja grundsätzlich ja, nach oben ausgerichtet. Doch aufgrund der bisherig starken Performance im laufenden Handelsjahr, und da kann man an dieser Stelle nur sagen, seit dem Oktober des letzten Jahres, also ein Stück weit über 6 Monate, hat der DAX knapp 50% zugelegt, 48 um genau zu sein. Das ist natürlich eine Performance, die der DAX im Prinzip entweder im groben Schnitt in 5 Jahren erst macht oder eben pauschal gesagt in einem längeren Zeitfenster als 6 Monate plus. Und das ist natürlich eine Situation, die hier sehr, sehr bitterlich wirken kann, wenn der DAX nämlich hier auch dem Weg folgt, Sell in May and go away. Also sprich, auch wenn die Saisonalität positiv scheint, im Mai Bestände abstoßen, um dann gegebenenfalls September, Oktober wieder aufzuspringen. Das wäre durchaus eine Option aufgrund der starken Anfangsgewinne dieses Jahres. Da sind wir auch deutlich über 20% schon. Wie gesagt, auf 6 Monaten sogar das Doppelte. Also das ist schon eine heiß gelaufene Performance. Insofern nicht wundern, wenn der DAX jetzt hier zunächst erstmal eine Schwäche vollzieht und gegebenenfalls diese sogar ausdehnt. Und das richtig kritische Signal wären dann hier meines Erachtens Preise unter 11.300 Punkten. 11.250. Wenn wir da runter gehen, dann muss man wirklich noch ein Stück weit tiefer graben, um hier Unterstützungszonen ausfindig zu machen. Gut, liebe Zuschauer, das wäre es gewesen für den heutigen Morgenausblick auf den DAX zum DAX. Wenn Sie mögen, schreiben Sie einen Kommentar dazu oder folgen uns auf YouTube, whatever. Ich wünsche Ihnen jetzt erstmal einen schönen Tag noch. Auf bald, Ihr Christian Kämmerer.